Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich online eine Buchempfehlung sehe, die mir gefällt, dann speichere ich dieses TikTok, Instagram oder dieses YouTube-Video irgendwie ab oder schreibe mir diese Buchempfehlung in meine TBR-Liste, also in meine To-Be-Read-Liste auf. Und dann ist es aber meistens so, dass ich diesen Post oder diesen Eintrag in meiner Liste nie mehr anschaue und auf dieses Buch vergesse. Ja, und deswegen habe ich mir heute gedacht, ich werde einfach mal durch TikTok scrollen und die ersten drei Bücher, die ich empfohlen bekomme, lesen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, denn normalerweise, wenn ich ein Buch irgendwie abspeichere oder auswähle, dann informiere ich mich ein bisschen mehr darüber. Also ich schaue, okay, um was geht es in diesem Buch? Wer hat dieses Buch gelesen? Beziehungsweise was sind die Rezensionen online? Aber heute werde ich einfach die ersten drei Bücher, die ich auf TikTok empfohlen bekomme, lesen und dann werde ich entscheiden, okay, kann man TikTok-Empfehlungen vertrauen oder nicht. Ich war jetzt eigentlich schon länger nicht mehr auf TikTok, denn ich versuche immer so wenig Zeit auf TikTok zu verbringen wie möglich. Und sobald ich einmal die App öffne, dann werde ich in so ein TikTok-Loch gesaugt und bleibe dann irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten oder länger in der App. Und das will ich eigentlich vermeiden, denn das ist so eine Zeitverschwendung. Okay. The Secret History by Donna Tartt. It's definitely gonna stick with me. It's one of the top books I've ever read. Okay, wir haben unsere erste Buchempfehlung und das ist The Secret History. Ich habe gerade dieses TikTok gesehen und das ist von Taylor. Ich folge ihm auch, er postet oft mal diese Buchreviews oder Buchempfehlungen auf TikTok. Und ich habe schon super viel über The Secret History gehört und ich habe auch irgendwie so gespaltene Meinungen gehört. Also ich glaube, entweder man liebt oder man hasst dieses Buch und ich habe mich nie wirklich darüber informiert, denn ich dachte, Dark Academia und so. Ja, Horror-Krimi-mäßige Bücher sind eigentlich nicht so meins, aber das ist unsere erste Buchempfehlung, das heißt, ich muss es jetzt lesen. Und ja, ich bin irgendwie überrascht, dass ich dieses Buch jetzt empfohlen bekommen habe, denn, keine Ahnung, ich dachte, das ist jetzt nicht mehr so im Hype. Ich glaube, das war mal vor ein paar Jahren ein bisschen gehypter als jetzt, aber okay, das ist ein komplett neues Genre, das ich mit diesem Buch ausprobieren werde und das ist auch sehr aufregend, denn normalerweise lese ich immer so die gleichen Genres, wo ich schon weiß, okay, diese gefallen mir eigentlich gut, zum Beispiel diese Romance Novels oder auch Fantasy Bücher oder auch Sachbücher, aber okay, Dark Academia ist jetzt The Secret History mein erstes und ich bin sehr gespannt. Schauen wir, welches Buch wir noch empfohlen bekommen. I finished it. No, it finished me. Okay, das war jetzt ein super kurzes TikTok von Jazz und sie hat gesagt, dass dieses Buch sie komplett zerstört hat. Und ich habe schon gesehen, dass sie Rebecca Yarros verlinkt hat und auch in den Kommentaren haben Leute gefragt, okay, über welches Buch spricht sie? Und wenn Rebecca Yarros verlinkt ist, dann ist es natürlich jetzt The Fourth Wing. Und ich dachte mir schon, dass ich dieses Buch ja, in diesem Video lesen werde, denn wenn ihr auch auf BookTok, Bookstagram oder irgendwo in diesen Sphären unterwegs seid, dann habt ihr bestimmt auch über The Fourth Wing oder nur Fourth Wing, ich bin mir nicht sicher, gehört und das ist gerade vielleicht das beliebteste Buch in der ganzen Online-Buchwelt und ja, es ist eine Fantasy-Geschichte, also ich denke, es ist vielleicht genau ein Buch, was mir gefallen könnte, aber ich finde auch mit diesen Fantasy-Büchern ist es immer ein bisschen Hit or Miss, denn manche sind so, keine Ahnung, so YA-mäßig und das mag ich nicht super gerne, aber ja, ich bin gespannt, ich freue mich auch eigentlich dieses Buch zu lesen, weil gerade jeder davon spricht und jeder dieses Buch einfach nur liebt und dieses Buch wirklich super gehypt ist gerade, deswegen freue ich mich auch darauf. Das war jetzt das zweite Buch, gehen wir noch auf die Suche für das letzte Buch. Have you ever read a book that you thought you were going to hate? Say You Swear by Megan Brandy. Okay, hier ist eine Buchempfehlung, von dem Buch habe ich noch nie gehört. Es ist eine Buchempfehlung von Christy und das Buch heißt Say You Swear von Megan Brandy. Und dieses TikTok hat fast 50.000 Likes. Also ich denke, vielleicht ist das auch ein virales Buch. Aber ich muss sagen, es klingt ein bisschen nach einem YA, ich will es gar nicht sagen, trashy Buch. Also keine Ahnung, das ist eigentlich nicht so mein Genre. Ich mag diese Jugendlichen sehr, keine Ahnung, diese super spicy Bücher mag ich nicht sehr gerne, denn meistens sind sie irgendwie so ein bisschen inhaltslos und man weiß eigentlich schon, bevor man das Buch startet, was am Ende passieren wird. Und deswegen ist das eigentlich nicht so ein Buch,
denke ich, was ich lesen würde. Aber ich habe es auch gerade kurz die Kommentare unter diesem TikTok gelesen. Und viele haben geschrieben, dass das ihr liebstes Buch dieses Jahr oder jemals war. Und ich muss sagen, das ist eine sehr starke Aussage. Und ich bin gespannt, was ich über dieses Buch denken werde. Ich habe jetzt auch kurz auf Amazon das Buch eingetippt, einfach um zu sehen, okay, wie viele Bewertungen hat es, bla bla bla. Und in der Überschrift stand auch, dass es ein virales TikTok-Buch ist. Also scheinbar habe ich nur dieses Buch komplett verpasst, denn ich habe, wie gesagt, noch nie davon gehört. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Bücher. Ich muss sagen, ich freue mich auf The Secret History, denn das ist etwas ganz Neues, was ich vorher noch nie gelesen habe. Und ich bin gespannt, ob mir dieses Dark Academia gefallen wird oder nicht. Und ich freue mich auch auf Fourth Wing, denn ich glaube, egal ob ich dieses Buch jetzt in diesem Video gelesen hätte oder nicht, ich hätte es irgendwann gelesen, einfach weil es so gehypt ist und ich einfach wissen will, um was es geht und wie mir dieses Buch gefällt. Schreib mir gerne, ob du eines von diesen Büchern gelesen hast, ob du diese Bücher kennst, ob du sie lesen möchtest. Und dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt direkt an die Arbeit und starte mit The Secret History. Dann, wie gesagt, sehen wir uns, wenn ich das erste Buch fertig gelesen habe und ich euch meine Meinung mitteilen kann. Ich habe die Bücher beendet und wir starten natürlich gleich mit dem ersten Buch und das war The Secret History von Donna Tartt und das ist ein Dark Academia Buch und das erste Dark Academia Buch, das ich jemals gelesen habe. Und wenn ich dieses Buch in zwei Wörtern zusammenfassen müsste, dann wären die Wörter Paranoia und Unbehagen. Denn selbst ich beim Lesen hatte dieses Gefühl von Paranoia und Unbequemlichkeit. Also es war wirklich nicht immer eigentlich angenehm zu lesen. Unser Protagonist Richard ist gerade ins Hampton College gekommen, wo er versucht, in diese exklusive Studentengruppe reinzukommen, die Altgriechisch bei diesem sehr mysteriösen und wählerischen Professor studieren. Und wenn wir diese anderen Studenten kennenlernen, dann hat man das Gefühl, dass diese Studenten klüger sind als alle anderen auf dem Campus. Und genau das hat auch Richard am Anfang besonders an den anderen Studenten und an diesem Kurs, an dieser Freundesgruppe interessiert und fasziniert. Aber schon nach dem ersten Satz in diesem Buch erfahren wir, dass einer der Studenten stirbt und die anderen Studenten seinen Mord planen. Und wenn man dieses Buch liest, hat man wirklich das Gefühl, als wäre man Teil dieser Studentengruppe und man versucht sich irgendwie an die anderen anzupassen und ihre Inside-Jokes zu verstehen. Und wenn ihr das vielleicht auch aus eurem persönlichen Leben kennt, wenn man in eine schon ja vollkommene vielleicht Freundesgruppe kommt, dann gibt es auch immer diese Geheimnisse, die anderen von den anderen Freunden kennen. Und man ist immer irgendwie so daneben und denkt sich so, worüber sprechen wir eigentlich gerade? Was ist dieser Inside-Joke? Was hat das zu bedeuten? Und das ist ein sehr, ja, unwohles Gefühl, würde ich sagen. Und besonders in dieser Freundesgruppe gibt es super viele komische Geheimnisse. Es passieren interessante Rituale, wo man sich einfach nur denkt, okay, das machen wir jetzt, alles klar. Was ich an diesem Buch so interessant fand, ist, dass uns die Autorin der Schreibstil so oft in die Irre führt und uns mit Ablenkungsmanöver genau in die falsche Richtung mit unseren Gedanken schickt. Und irgendwie hatte ich das noch nie bei einem anderen Buch und ich glaube, deswegen hat es mich auch so gepackt und so überrascht. Wie gesagt, das war das erste Dark Academia Buch, was ich gelesen habe und ich denke, meine Erfahrung hätte einfach nicht besser sein können. Es war eine 5-Stern-Lese-Experience für mich und das hat mich so überrascht und durch dieses Buch bin ich jetzt auch so interessiert an anderen Dark Academia Büchern, dass ich mir direkt ein neues Dark Academia Buch bestellt habe und das ist Babel und auf das bin ich auch schon super gespannt, aber ja, die erste Buchempfehlung hätte, ich glaube, hätte nicht besser sein können. Ich bin super begeistert und habe mir auch von Donna Tartt The Goldfinch bestellt und bin schon super neugierig, wie ich dieses Buch finden werde. Wenn ihr es nicht gelesen habt, lest es. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war Fourth Wing und außer du lebst unter einem Stein, dann denke ich, du weißt eigentlich, um was es in diesem Buch geht. Aber um es kurz zu erklären, es geht um eine Militärschule, an der man lernt, Drachen zu reiten. Und die Stakes sind wirklich super hoch, also wie es auch hier steht, man kann lesen, graduate or die. Und das ist wirklich so
das Thema, wenn man in dieses College, in diese Schule kommt. Und es gibt natürlich auch eine Liebesgeschichte in diesem Buch, und das ist eine Enemies to Lovers Liebesgeschichte. Und das mag ich besonders bei Fantasy-Büchern immer super gerne, denn es sind wirkliche Feinde, die zu einem Liebespaar werden und nicht nur so, keine Ahnung, Academic Rivals oder ähnliches. Und ja, dieses Buch hat mich wirklich auch eigentlich super schnell in den Bann gezogen. Und ich fand auch die Hauptcharakterin Violet, die auch unsere Heldin ist, eine super realistische Heldin, weil sie nicht von Anfang an alles perfekt gemacht hat und weil sie auch eigentlich körperlich ein paar Nachteile hat. Und ich fand auch die Liebesgeschichte sehr realistisch und sehr gesund, denn unser Book-Boyfriend in diesem Buch ist einfach ein Traum, und er steht wirklich immer hinter Violet und versucht auch, ja, ihr zu helfen und sie in allen Situationen und Wegen zu unterstützen, und das fand ich einfach sehr erfrischend. Es gab auch sehr viele Twists in diesem Buch. Ich habe geweint wie ein Baby, ich habe gelacht, ich glaube, ich habe alle Gefühle gefühlt, die man fühlen möchte, wenn man ein Buch liest. Also, wenn ihr noch nie Fantasy oder Fantasy Romance gelesen habt, dann denke ich, ist das ein sehr gutes Einsteigerbuch. Also, ja, ich habe auch das Ende so überraschend gefunden, und das war auch der Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich muss diesem Buch auch 5 Sterne geben. Und ich habe direkt, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, den nächsten Teil vorbestellt. Der kommt im November dieses Jahr schon raus, und dafür bin ich super dankbar. Also wenn du sehr ungeduldig bist, dann würde ich dir vielleicht auch empfehlen, noch bis November zu warten, bis du diesen Teil liest, denn es ist wirklich ein krasser Cliffhanger, und ja, ich kann kaum erwarten, bis November hier ist und ich den nächsten Teil lesen kann. Und ich glaube, ich habe auch gehört, dass es eine 5-teilige Serie werden soll, und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was noch auf uns zukommen wird, und ich habe Angst um meine Gefühle. Also das ist auch wirklich eine klare Empfehlung von mir, vor allem wenn ihr Fantasy und Fantasy Romance gerne lest, dann wird euch das bestimmt auch sehr gefallen. Und das letzte Buch, was ich im Laufe dieses Videos gelesen habe, war Say You Swear von Megan Brandy. Und ich habe dieses Buch auf meinem Kindle gelesen, denn diese Ausgabe am Kindle hat irgendwie weniger als 1 Euro gekostet. Und rückblickend verstehe ich auch, warum. Also mir hat dieses Buch wirklich leider gar nicht gefallen. Ich habe auch sehr früh, als ich das Buch gestartet habe, ich denke nach ungefähr 10% überlegt, ob ich das Buch vielleicht DNFen soll. Also einfach nicht fertig lesen sollte, denn ich habe schon gemerkt, dass es einfach kein Buch für mich ist. Es geht eigentlich um eine sehr große Freundesgruppe, und diesen Freundschaftsaspekt fand ich auch wirklich sehr schön, und die Freundschaftsgeschichte fand ich sehr schön, aber der Schreibstil war sehr jugendlich. Ich hoffe, es ist kein YA-Buch, denn es war doch ziemlich spicy, und ich fand auch den Schreibstil einfach nicht gut. Keine Ahnung, es ist in diesem Buch so viel passiert, so viel Unnötiges passiert, und es gab auch so viele Personen, die wirklich nicht in diesem Buch sein hätten müssen. Also das fand ich teilweise auch super verwirrend, und ja, manche Dinge, die in diesem Buch gesagt wurden, waren einfach sehr cringe. Also keine Ahnung, wie ich das anders erklären könnte, aber ich denke, wenn man dieses Cover von dem Buch sieht, dann kann man schon ungefähr einschätzen, was einen erwartet, und deswegen dachte ich auch von Anfang an, dass es kein Buch für mich ist. Aber wenn ihr gerne diese cheesy Romance-Geschichten lest, dann ist es vielleicht auch ein Buch für euch. Es gibt viele von diesen Spicy-Szenen. Ich fand auch den Book-Boyfriend eigentlich ganz okay, aber ja, es gab so viel um diese Geschichte drumherum, das mir einfach nicht gefallen hat, und wie gesagt, der Schreibstil war ja gar nicht für mich, und besonders am Ende, muss ich ehrlich zugeben, bin ich auch viele Seiten einfach nur überflogen, weil ich wollte, dass dieses Buch endlich zu Ende ist. Es hat auch mehr als 600 Seiten, und ja, es war einfach zu viel für mich und hat mir leider nicht gefallen. Also ich denke, ich habe diesem Buch 1 oder 2 Sterne gegeben. Ich habe es ziemlich schnell gelesen, weil das auch
einfach zu lesen war. Es gab nicht sehr viel Substanz meiner Meinung nach, aber ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich wirklich super zufrieden mit den Büchern aus dieser Challenge war. Ich habe ein neues Genre entdeckt, was ich unbedingt näher kennenlernen möchte, und ich glaube, ohne das Video hätte ich auch Fourth Wing nicht gelesen, obwohl ich Fantasy Romance eigentlich wirklich gerne lese, und deswegen bin ich super dankbar. Ich habe auch wieder gemerkt, dass ich diese cheesy Liebesgeschichten einfach nicht mehr so gerne mag, wie vielleicht noch vor 1 oder 2 Jahren, und ja, schreib mir gerne, ob du eines von diesen Büchern gelesen hast oder noch lesen möchtest. Und wie immer, fühl dich gedrückt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!